Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 3. Ja, Samstag ist Fallout-Zeit und nicht nur das, mein blöder Nachbar meint wohl, es ist Flex-Zeit und macht jetzt schon seit 9:30 da draußen mit seiner verdammten Flex rum. Ja, jetzt haben wir 11:30. Und da es verboten ist, Leuten Körperteile abzuflexen, weil sie eben einem auf den Nerven gehen, habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch einfach mal Fallout auf, wenn ich eh schon nicht schlafen kann, ne? Ah, das machen wir so. So ein Pfosten. Naja, gut. Ich nehme mal kurz die Waldpistole, weil die ist vielleicht gar nicht mal so schlecht gegen diesen Todeskrallenfuzzi. Aber hier sind noch mehr. Deswegen, es ist nicht umsonst die Todeskrallenstadt. Na komm, Kumpel. Komm raus. Na, der Zaun ist halt im Weg, ne? Jetzt nicht mehr. So, du Mistvieh. Oh, oh. Schnelles Mistvieh. Immer noch. Oh, der kommt ja ganz schön schnell näher. Stirb doch mal. Na, auf die Nase. Na, komm schon. Uah. So. Da ist es futsch. Oh, mein Nachbar, ne? Ich kill den irgendwann mal. Die sind hier neu und meinen gleich, sie müssten jeden Tag Krach machen. Das freut mich doch. Naja. Gut, ich würde sagen, ich suche mir mal einen Weg in die Stadt. Und ich höre es halt immer noch durch das Spiel, durch die Spielgeräusche, höre ich die ganze Zeit durchflexen. Vielleicht war es doch keine gute Idee aufzunehmen, aber jetzt ist es zu spät. Weil ich bin wahrscheinlich eh nur stinkig die ganze Zeit wegen diesem Futzi, weil ich die ganze Zeit die Geräusche durchhöre. Achso, warte, ich soll vielleicht aber nicht... Na komm. Na komm. Los. Los, stirb. Naja, dafür werde ich nächstes Mal freuen, wenn ich unter der Woche Horrorspiele aufnehme und die ganze Zeit rumkreische. Dann lasse ich dieses Mal das Fenster auf, mal sehen, ob ihm das so zusagt. Ne? Ich meine, samstags 8:30 morgens, das ist eigentlich schon Körperverletzung. Jetzt mal ehrlich, oder? Wer macht das schon 8:30 morgens? Wer ist denn so krank am Samstag? Ich meine, klar, schön, wenn man gebaut hat, ist das sowas, aber ne? Trotzdem. Man will ja fertig werden. Ich kann das schon verstehen, aber dann soll man ein bisschen Rücksicht nehmen und wenigstens erst 10 anfangen oder so. Old Otney. Ja, ja, die Todeskrallenstadt, sage ich ja immer gerne dazu. Oh, guck mal, da liegt sogar noch einer. Ein Söldner. Was hat er denn Schönes? Eine Laserpistole? Das ist doch ein Lasergewehr, wollte mich verarschen. Ja, ich bin fast überladen, aber ich nehme es mal mit. Oh, guck mal, was da vorne steht. Da ist ja noch einer. Noch eine Todeskralle. Ja, ich wollte mich jetzt hier halt nochmal ein bisschen umschauen, jedenfalls so lange, bis ich, was heißt Maximallevel? Ja, das war's früher. Nee, jetzt ist es ja 30. Aber mit Level 20 kriege ich das Entdecker-Perk. Und genau das will ich haben. Wie weit halt diese Pistole geht, das ist so krank. Einfach mal über den ganzen Bildschirm. Warte mal, ich nehme mal das Lincoln-Gewehr. Na, komm, Kumpel. Aha. Bis du einmal bist du tot, mein Freund. Naja, hoffentlich. Ah. Braucht, glaube ich, die ganzen Todeskrallen nicht einzusammeln, oder? Das ist recht uninteressant. Man kann sich da zwar einen Handschuh draus basteln. Oh yeah, ich hab den Level up. Wuhu! Alles klar, endlich. Ihr habt ja gesagt, ich soll mir auch mal Nahkampfwaffen anschauen, aber das mache ich später mal. Ich nehme jetzt erstmal Energiewaffen. So, dann Dietrich. Habe ich denn noch nicht? Ne, ich weiß nicht. Schleichen. Schleichen ist gut. Schleichen ist immer gut. So, endlich, Leute. Jetzt, wo haben wir es denn? Entdecker. Hier, das Entdecker-Perk. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Und seht mal, ich zeige euch was. So, hier. Alles voll mit Punkten. Das ist cool, ne? Jetzt weiß ich auch, dass hier irgendwo das Dunwich-Gebäude ist. Aber wo? Agathas Haus. Da gehe ich auch noch hin. Na, das wird toll. Da habe ich ja das Notenheft schon dafür eingesammelt. Wo ist denn nochmal... Hä, bin ich bescheuert? Das Dunwich-Gebäude muss da irgendwo sein. Oder ist das südlich vom Fluss? Oh, guck mal, da ist sogar noch die Vault 106. Die habe ich ja auch noch. Okay. Ja, die ganzen Vaults werde ich auch erforschen. Natürlich, macht euch keine Sorgen. Wo ist denn das Dunwich-Gebäude? Beinhaus, hört sich gut an. Ein Beinhaus. Nee, ich finde es jetzt nicht, aber ist egal. Ich höre mich immer noch total verpennt an, glaube ich. Na, ich bin auch noch verpennt. Aber, naja. Kann man nichts mehr machen. Ich kann ja nicht mehr schlafen jetzt, ne?
wenn man sich da 2 Stunden lang im Bett rumwälzt und versucht immer wieder so abzugleiten in den Schlaf und dann wieder von einem schönen, zärtlichen Flexgeräusch geweckt wird, dann, ja, da gibt man es irgendwann auf und steht halt schlecht gelaunt auf. Ja, ich glaube, bei mir schlecht gelaunt, das heißt eigentlich immer noch, dass ich einigermaßen okay gelaunt bin, aber trotzdem. Ich bin eigentlich kein Morgenmuffel, überhaupt nicht. Was ist das denn? Oh, Mercenary. Schön, dass ihr den Mercenary nennt und nicht einfach Söldner. Guck mal, hier liegt überall Fleisch. Das ist lecker. Ich glaube, hier haben die Deathclaws gegessen. Gehen wir mal in die Abwasserkanäle, oder? Jawoll. Da ist doch schön hier. Wir haben gleich wieder die Pfeilpistole. Denn ich weiß, dass da, ihr seht ja auch schon auf dem Kompass, da ist wieder eine kleine Todeskralle. Ich find's auch ulkig, dass sie das nicht hören. Wenn ich da immer so eine Tür hier öffne. So. Und Kopfschmerzen habe ich, das ist auch schön. Kopfschmerzen sind immer toll, ne? Da freut man sich doch. Naja. So, das. Was haben wir da? Stange kippen. Floppern. Nein, ich bin schon überladen. Ich will nicht überladen sein, Mono. Was ist denn hier? Die Vault 92. Ah, genau, die Vault 92. Die wird auch noch, denke ich mal, interessant werden für uns. Oh, Leute, ich muss halt dringend wieder mal nach Megaton oder sowas. Wieder was abladen. Erstmal weg damit. Habe ich noch mehr Futter dabei? Dann kann ich das... ja komm, esse ich das mal. Grognak der Barbar muss weg. Nahkampfwaffen hat sich ja immerhin um 1 erhöht. Na, das werde ich nicht nehmen. Das ist nämlich sehr gut. Das Fleisch. Ja komm, habe ich zumindest schon mal wieder ein bisschen Gewicht weg, weil ich die Dinger gelesen habe. Ich finde die Magnum so doof eigentlich. Warum hat die eine... so eine Vorrichtung? Oh oh. Ich glaube, die kommt gleich, die Todeskralle. Ich habe sie eben gehört. Oh, lecker, guck mal. Blutspur. Ah, lauter Tote. Das sieht doch schon mal gut aus. Haben sie da gemampft, ne? Oh, guck mal, Handbuch zur Arztpower-Rüstung. Prototyp einer Arztpower-Rüstung. Die könnte ich mal mitnehmen, wenn sie nicht so schwer... Ah, ich nehme sie mal mit. Die ist so schwer, verdammt. Ich lese mal kurz. Was haben wir denn in den Notizen? Arztpower-Rüstung MP47A. Sicherheitsüberprüfung G. Zum Lesen dieses Handbuchs erforderlich. Na, habe ich nicht. Die momentan als Prototyp vorliegende Arztpower-Rüstung MP47A, in der Folge als Arztrüstung bezeichnet, wurde entwickelt, um dem Soldaten auf dem Schlachtfeld als automatischer Sanitäter zu dienen. Der Prototyp verfügt lediglich über Medex-Verabreichungssysteme. Der Serientyp wird auch über Stimpaks und andere injizierbare Medikamente verfügen. Die Benutzeranforderungen für die Arztrüstung besagen, dass sie sogar von einem Kind eingesetzt werden könnte, ohne dass das Handbuch zuvor gelesen werden muss. Aus diesem Grund wurde ein integriertes Computersystem mit verbalen Feedback-Reaktionssystemen installiert. Der Soldat auf dem Schlachtfeld legt die Rüstung an und die Rüstung erledigt dann den Rest. Sie ermittelt automatisch die körperliche Verfassung des Soldaten und verabreicht das Medex nur bei Bedarf. Im Falle einer Verlängerung des Verteidigungsvertrags werden die integrierten Computersysteme erweitert, um Offizieren Daten der Befehlsebene bereitzustellen. Durch einen speziellen Selbsterstellungsmechanismus wird Deserteuren eine tödliche Injektion verabreicht. Diese Systeme bleiben bis zur Vertragsverlängerung offline. Wisst ihr was? Ich möchte das Ding doch nicht dabei haben. Ja, Powerrüstung. Nee, lass mal. Es ist nicht so meins, die Dinger. Ich bin lieber leicht locker flockig, so wie jetzt mit meiner Ranger-Rüstung unterwegs. Auch wenn es eigentlich eine mittlere Rüstung ist, aber trotzdem ist es auf jeden Fall angenehmer, würde ich sagen. Der kuschelt mit dem Stein. Da liegt was. Deckung. Ach, das war's schon? Okay. Nur wegen diesem Buch. Hat er sich da hinten verkrochen oder was? Dass er vor seinem Tode noch etwas lesen kann. Ich muss daran denken, mir irgendwie mal wieder Aspirin zu kaufen. Fällt mir gerade so ein. Mano, ich mag es nicht, Kopfschmerzen zu haben. Das ist voll eklig. Aber das ist halt, wenn man nicht gut schläft. Wenn man so matschig aufwacht, so... Blärk. So, erstmal das. Ja, ja. Ich finde es immer so doof, dass man, bevor man nachgeladen hat, nichts machen kann. Wo haben wir sie denn? Kronkorkenmine. Ich nutze mal eine. So. Ja, komm. Ich nutze mal noch eine, ha? Sieb. Wenn die ihn nicht schon killt jetzt. Ihn oder es oder das.
Jetzt dreht es halt wieder rum, das doofe Vieh. Hallo. Ey. Willst du mich verarschen? Will mich echt verarschen, das Teil. Komm jetzt! Ich hab dich angeschossen, bist du doof oder so? Ja, Gefahr. Gefahr, komm. Gleich noch Bang. Deswegen hau ich mal ab. Oh, lebt ja immer noch. Du lebst ja immer noch. Mensch, Kleine, was ist denn los? Aber jetzt nicht mehr. Da fliegen schon die Fetzen. Sieht aus, als würde sie noch leben. Also in einem schlechten Horrorfilm würde ich jetzt nicht auf die zulaufen. Die könnte nämlich nochmal aufspringen und mich anfallen. Auch ohne Hinterbeine. Wobei, die vorne zählen mal die als Beine oder sind das bei ihr einfach nur Krallenhände? Ich weiß ja auch nicht, was das früher mal war. So eine Deathclaw. Ach man, warum nehme ich den denn auch mit? Brauche ich doch gar nicht. Raketenwerfer. Oh, ich habe zwei. Na denn? So. Da sind Saves. Die machen wir doch gleich mal mit. Na komm, jawoll. Vorkriegsgeld, ja. Alles, was nichts wiegt. Alles, was nichts großartig belastet, nehmen wir doch. Das war schon auf. Erzähl mir nichts. Ja, die Kamera, ich weiß, die kann ich beim Broken Steel dann eintauschen. Aber erstmal nicht. Ich habe so viel Kohle, ne? Das ist abartig. Ich bin so reich und ich brauche kein Geld. Na, Geld braucht man leider immer, aber Kronkorken brauche ich keine mehr. Wäre das schön, wenn man im echten Leben sorgenfrei wäre, ne? Das wäre schön. Ich meine, ich will zwar nicht reich sein, aber sorgenfrei wäre schon cool. Naja, wer kann das von sich behaupten? Entweder hat man Kohle und hat Sorgen oder man hat keins und hat Sorgen. Keins mit... Mit keins meinte ich Geld. Ah! Oh Gott. Du Dreckvieh. Habt ihr das gesehen? Wusste ich gar nicht, dass sie das können. Dafür musst du gleich mal sterben. Du Clown. Mit Krallen. Ah! Du Dreckvieh, ey. Guckt's euch an. Guckt euch mal die Krallen... Upsala. Guckt euch mal die Krallen an. Was ist das denn? Also ich will nicht wissen, wie die sich in der Nase bohren. Das geht mal gar nicht. Damit so fetzen sie sich gleich das Großhirn oder sowas. Mann, 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 ey. So, was nehme ich jetzt? Deckung erstmal. Deckung! Ne, Steampack nehme ich nicht. Ich nehme mal Fleisch von Meyer Lurks. Dann noch ein bisschen Cola trinken. Upsala, das war eine zu viel. Na egal. Ich habe ja genug. Ich habe auch so viel Stimpacks. Ich brauche eigentlich gar keine mehr. Nie wieder. Oh, was mache ich denn? Das ist ja die falsche. Nein, die ist auch die falsche. Falsche. Die da. Hier geht's ja noch weiter. Es gibt noch einiges zu tun. Oh, ich mach trotzdem mal. Oh, da ist ja noch eine. Oh, da ist ja alles voll mit euch. Oh nein. Oh nein. Lad doch schneller nach. Ah, au. Alter, du Dreckvieh. Ich glaube, ich nehme gleich Watz, um dich zu treffen, wenn du mich so weiter nervst. Na komm. In dein Gesicht, in dein Gesicht. Und jetzt hast du keins mehr. Verdammt, ich mache wieder Mist hier. Ich werde wieder viel zu oft getroffen, was total unsinnig ist an dieser Stelle, weil ich habe ja das hier. Ich sag ja, das ist die beste Waffe gegen diese blöden Todeskrallen. Und da habe ich hier getroffen, oder? Ja. Bringt halt nichts mehr, als einmal drauf zu schießen, weil... Ja, das Ding macht nicht so viel Schaden. Nee. Nee. So. Jetzt wieder ein Schleichmodus. Ne? Gut, dass ich das schon so weit geskillt habe, sonst würden die mich nämlich auf 100 Kilometer Entfernung spähen, die Viecher. Na komm, komm. Ich hätte immer so schön wegplatzt. So, aber hier muss noch was sein. Ein Safe zumindest. Ist da hinten noch was? Nee, das Ende. Guti, mal gucken, was haben wir hier? Wahrscheinlich wieder denselben Kram wie sonst. Standardmist. Ja, komm, nehmen wir alles mit. Stelzboys sind immer gut. Och Mann, hätte ich doch lieber Dietrich gleich auf 100 geskillt. So. So. Ich glaube, wenn ich hier fertig bin, gehe ich wirklich erstmal nach Megaton. Und gehe erstmal alles abladen. Das ist ja unglaublich. Ich habe immer viel zu viel Gewicht dabei. Immer. Also, ne? Ich bin immer zu schwer beladen. Nicht, dass ich Gewicht bei mir habe. Wie doof. Wenn man es so ausdrückt.
So, warte. Da geht's schon wieder raus. Geht's nicht irgendwie hier schon in die Vault oder ist das woanders? Nee. Ich glaube, da war irgendwo ein Gully oder sowas. Da konnte ich dann da überall in die Vault. Oh oh. Mann, hier ist alles voll, ne, mit diesen Viechern. Das ist unglaublich. Oh oh. Na komm. Dreckvieh. Na komm schon. Wow. Stirn! Oh. So. Ja, ich weiß, ich hätte den, Dings da eben schon befreien können. Den Protektron, aber brauche ich ja nicht. Geht auch so ganz gut, ne? Was haben wir da noch? Altmetall? Nö. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Muni. So. Gerade die ich eigentlich nicht brauche. Na komm, knacken das gleich noch mit. Interface. Nein. In your face. Primitive. Ha! Ja, ihr seht schon, ich bin so hoch vom mittlerweile, vom Wissenschaftsskill mittlerweile. Ich brauche den ganzen Kram gar nicht mehr. Was weitere überragende Robco-Werke finden sie in. Und weiter geht's nicht. Na toll. Oh. Protektron. Oh, der ist bitte gelb. Weiter. Persönlichkeit wird geladen. Lad du mal, lad du mal. Ich glaube, hier ist gar nichts mehr, oder? Ich denke, das war's sogar mit... Ja, ihr seht schon, da geht's schon wieder raus nach Old Otney, aber... jetzt bin ich hier unten. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? Ach, da geht's gar nicht raus. Jetzt bin ich irgendwo unter der Stadt, oder was? Ja, das Ende. Hm. Gut, dann ist das wirklich nur, um hier unten die ganzen Todeskrallen auszulöschen. Dann, warte mal, was wiegt denn die 1? Na, ja. Ja, toll. Ja, ne, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, war eben ein kleiner Schnitt. Eieieiei. Na. So. Pfeile, alles mit. Okay. Hier waren aber noch Türen. Halt die Schnauze, ich schieße dich gleich ab. Ich bin befugt. Ich darf alles machen, was ich will. So, ich bin immerhin. Moment, was bin ich denn? Ich bin die letzte Hoffnung der Menschheit. Ja, hast du das gewusst? Wahrscheinlich nicht. So, warte, hier war ich ja auch schon. Mäh. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt... Ach komm, schönes Ding. Pfeif drauf. Ich gehe jetzt hier oben durch den Gully. Die Leiter, die nach oben führt. Ihr habt es gesehen. Da gehe ich halt jetzt schon nach Megaton. Mal gucken. Und dann werde ich mir mal das Dunwich-Gebäude suchen. Ach, deswegen kann ich da nicht hoch. Ja, ich muss erst einen Schlüssel finden. Nur die Frage ist, wo. Aber ich glaube, wenn ich durch diesen Gully nach oben gehe, da gibt es dann was Schönes. Da komme ich nämlich, glaube ich, in das Innere eines Gebäudes. Und ich meine, da gab es eigentlich auch noch was abzugreifen. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum man hier runtergehen sollte. Also wenn man jetzt nicht gerade lebensmüde ist und sich mit übermäßig vielen Todeskrallen anlegen will. Warte mal, hier ging es auch raus. Aber hier bin ich doch nicht reingekommen, oder? Doch. Ja, hier bin ich reingekommen. Hä? Wo ist denn dann... wo kriege ich den Schlüssel jetzt her? Das ist halt die Frage. Die Frage der Fragen. Ja, das sind die alten Versift-Betten. Da muss doch irgendwo was sein. Habe ich den jetzt übersehen, oder was? Ah, einen schönen Schlüssel übersehen. Oh, ein Fatman. Ja, die Kamera. Ja, ich weiß, ich bin überlastet. Och, Manno. Ich will nicht die ganze Zeit hier überlastet sein. Das nervt. Deswegen, ich muss dringend Megaton. Megaton! Oh, der Harry-Stutzen. Den kann ich ja mit Jagdgewehren auch reparieren. Ja, komm, machen wir mal. Bin ich immer noch? Nee, jetzt reicht's genau. Ja, der Harry-Stutzen, der ist so ein besonderes Gewehr. Habt ihr ja gesehen, habe ich von der Republik Dave. Oder Republik von Dave. Und ja, ist ganz nett, aber macht sehr wenig Schaden eigentlich dafür, dass es ein besonderes Gewehr ist. Und deswegen werde ich es ablegen. Ist was für meine Trophäensammlung an Waffen. Ja, ja, da weiß ich, was da drin ist. Manu, da muss ich ja wieder raus. Nee, dann ist ja nichts mehr. Werde ich mich vielleicht doch nochmal oben ein bisschen umgucken, bevor ich dann doch wieder nach Megaton gehe. Da rennt er rum. Öde, öde, öde. So. Und ich mach, glaube ich, das Licht aus. Na, ich mach's aus, nicht an. Bin ich verrückt? Die ganzen Todeskrallen hier, die greifen mich doch an, du. Die wollen mich doch zerfetzen in die Luft, wollen die mich. Ach, guck mal, der schöne blaue Sternenhimmel, den ich selbst erschaffen habe. Hm. Also, ich find's toll. Ich weiß, ich bin viel zu wenig bei Nacht unterwegs. Das hat aber auch einen Grund, denn, ja, Gegner und so. Was ist denn das? Das ist ein Vogel. Ich dachte eben, was fliegt denn da?
Als ich gelaufen bin, hat es ausgesehen, als würde das Ding in der Luft stehen, mehr oder weniger. Schon lustig. Oh, die Gewittersounds sind so toll. Ich glaube, ich komme dann hier... Hier komme ich dann nämlich rein, wenn ich da unten über die Kanalisation gehe. Dann komme ich hier in das Gebäude, in das Rathaus oder Feuerwehrhaus. Keine Ahnung, was das mal gewesen sein soll. Gibt es hier eigentlich noch Gebäude? Oh, ah! Oh, cool! Ich liebe Gewitter. Ich bin eben gerade nur erschrocken. Ich habe noch nie so einen Blitz erlebt hier. Das ist ja geil. Guck mal, lebt er noch? Ne. Jet Psycho, was er? Okay. Oh, dieser Typ mit seiner Flex. Ich. Ah, da ist ja noch einer. Ah, geh weg! Aua ab! Aua, lass mich doch mal. Wieso mich halt nicht durchlässt, das Dreckvieh. Deswegen hasse ich die. Die sind so penetrant. So, komm, Blutpaket. Wie schön, ne? Das Vieh steht neben mir und grunzt und ich pfeife mir gerade den Kram rein. Ey, dreckige Todeskralle. So, Kopf. Wo ist er? Zuckt. Hat schon ein bisschen was Horrormäßiges, ne? So um die Uhrzeit hier und dann noch Todeskrallen, die einen anfallen. Schon ein bisschen krass alles. So. Stimmpack. Das ist es halt, weil ich nicht schleiche, ne? Ich bin so doof. Ich hätte eigentlich schleichen sollen. Hätte mich das Vieh jetzt gar nicht zuerst entdeckt. Hätte ich sie nämlich zuerst entdeckt, diese Kralle. Schweinekralle. Oh, die Gewittersounds sind so geil. Richtig realistisch auch. Ich komme mir vor, als würde gerade draußen gewittern, aber das tut's nicht. Die Sonne scheint. Oh, ist das geil. Und ich muss sagen, leider. Ich wünschte mir, es würde auch so stürmen hier. Dann wird der nämlich nicht da rumflexen, dieser... Fällt da nichts zu ein. Nee, sowas macht mich wirklich stinkig. Das könnt ihr bestimmt nachvollziehen. Gerade samstags. Warte mal. So, Lasergewehr. Wunderbar, zack. Ja, ich werde dann eh bald meinen Kram erledigen. Den man mir samstags so macht. Haushalt, einkaufen, klar. Nee, doch, ich mag Gewitter. Ich liebe Gewitter. Ist echt cool. Ah, hör doch mal auf mit deinem Staubwirbel. Ich sehe nichts. Hör doch mal auf jetzt. Das blöde, der Sandteufel da vorne. Nennt man das so? Oder Staubteufel? Ah, ist da noch einer? Ja, ich werde bald nochmal tagsüber herkommen. Denn so bringt das nichts hier. Ich sehe ja gar nichts. Ich sag ja, hat so ein bisschen was von einem Horrorfilm vielleicht. So, postapokalyptisch. Endzeit und... Und da in so einer dunklen, verlassenen Stadt mit solchen komischen Riesenmonstern mit Krallen. Könnte auch was vom... Könnte auch was vom Pumpkin Man haben. Kennt ihr den? Ich weiß nicht. Der ist nicht so toll, aber... Das Vieh erinnert mich jetzt spontan so ein bisschen daran, an den Pumpkin Head. Ist ein ziemlich schlechter Horrorfilm sogar, muss ich sagen. Naja. Auf jeden Fall macht der Typ von Alien mit. Im ersten Teil, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. So, wo geht's denn hier noch weiter? Hier ist doch noch irgendwas. Ich weiß es. Och man. Oh, schön. Nee, ich werde jetzt mal nach Megaton gehen. Das macht keinen Sinn. Ich sehe nichts. Das Gewitter ist hier mir ein bisschen hinderlich, auch wenn es der Stimmung sehr zugute kommt. Aber ach, geh doch mal weg mit dem blöden Marker. Da ist gar nicht das Dunwich-Gebäude. Ihr verarscht mich nur. Mann, das ist total doof. Aber gut. So. Und schon ist wieder Tag, ne? Uns regnet es. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie Sie auf der Welt. Quatsch! Ich möchte, dass Sie das hier annehmen. Ich hoffe, dass es Ihnen immer Schutz bieten kann. Ja, ja, ja. Fancy Letzkuchen. Schutz. Das ist doch das Mindeste, was ich im Gegenzug für Sie tun kann. Ja, weißt du, was du noch tun kannst? Mich in Ruhe lassen. Danke. Ja, die meint's ja nur gut. Ich bin ja immerhin die letzte Hoffnung der Menschheit. Und deswegen wollen sie mir halt alle Zeug zustecken. Weil ich ja so toll bin. Ich bin ich so ein hoffe, guter es Mensch. Heute alles jetzt. Nach ihrem Geschmack. Oh, lass mich da alle mal in Ruhe. Ich will einfach nur pennen jetzt erstmal. So, was haben wir denn? Nee, es passt eigentlich. Ich muss nicht schlafen. Hihi, ich bin total fit. Ich bin zwar gerade 30 Kilometer gelaufen, aber ich bin total fit. So. Wir nehmen mal raus. 10 Stück. Und ich bin überladen, aber das passt. Ich will hier runter.
Kann man nicht springen, wenn man überladen ist? Scheinbar nicht, ne? Ach ja, meine Jukebox. Ja, meine Ärztestation. Ich habe alles, was ich brauche. Mir fehlt jetzt, glaube ich, nur noch irgendwas ich fehlt hoffe, mir. Ich hoffe, es verläuft heute alles nach Ihrem Geschmack. Ich schieße dich gleich ab, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. So, guck mal, was ich schon alles hab hier. Hihi. Ne, ich wollte auf jeden Fall den Harry-Stutzen weg. Was haben wir noch für eine einzigartige Waffe? Das Lincoln behalte ich noch. Das kommt auch irgendwann mal rein, das kann ich euch schon mal sagen. Den Ranger-Staub... Regulatoren-Staubmantel tun wir rein. Den brauche ich auch nicht. Hab ich nur wilde Pungas, ne? Wie abartig. Ne, ich gehe erstmal zu Moira. Ich hoffe mal, die hat jetzt schon auf. Wenn ich nicht schlafe, dann soll ja keiner schlafen. Ganz einfach. Warum ist es auf einmal wieder so dunkel? Eben war es doch noch viel heller hier, kann das sein? Ich weiß ja auch nicht. Ich denke erstmal die Knarre weg, die brauchen wir nicht. So, Moira, meine Liebe. Bist du da? Nein, ist sie nicht. Schlafen wir mal ein Stündchen oder rasten wir mal kurz. So, 8:30 Geschäftszeit. Na, was geht? Schnell. Ah, hallo. Bin gerade ein bisschen beschäftigt, aber ein kleines Schwätzchen. Was ist los? Ach du, wenn ich dir erzählen würde von meinen Sachen hier. Wenn Sie die Kronkorken haben, kann ich das sicher tun. Ja. Gut, reparieren wir erstmal. Ah, nee, die Ghoulmaske. Nicht den Fatman, den brauche ich nicht. Den verkaufe ich dir jetzt. Schauen Sie ruhig. Jo, gucken wir mal. Ja, du hast wieder ein bisschen was. Och, nur 5, 6, 36. Och Mann, das ist viel zu wenig, Moira. Guck doch mal. Na gut, die brauche ich auch nicht. Guck doch mal, dass du mehr von dem Kram zusammenkriegst. Das fände ich extrem gut. Ah, Altmetall, nö. Oh ja. Fatman. Machen wir den Raketenwerfer. Och nee, das war schon wieder zu viel, ne? Guck mal, das reicht genau, wie geil. Nee, das kriegst du nicht. Du kriegst eher mal einen Raketenwerfer. Da. Dann kriegst du noch... Was kriegst du denn noch? Die Kippen, die Stangen kriegst du noch. Sill. Todeskrallen-Clown. Kannst du sicher auch was mit anfangen. Ach komm, das reicht. Okay. Tschüss. Gute Jagd. Danke. Bis bald. Bis bald. So. Hallo, tut sich etwas? Junge, du bist gerade aus dem Nichts gespawnt. Ah. Okay. Ja, schön, ne? Schön. Ich sag dazu nichts. So, gut, dann gehe ich nochmal kurz an meinen Spind. Und werde mal gucken, dass ich noch was ablade. Es ist nämlich viel zu viel, weil ich hier dabei habe. Willkommen zu Hause. Ja, danke. Danke. Ich leg mal die Pistole ab. Die brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Das brauchen wir, oder? Ja, ich werde es dann gleich mal verarbeiten. Ach, Jukebox. Ach, die kann ich auch abladen. Ich habe sie ja eh schon hier stehen. Kampflinne, Lasergewehr. Das brauchen wir nicht. Irgendwas kann ich noch ablegen. Ich erinnere mich dann immer erst dran, wenn ich schon wieder unterwegs bin, was ich noch hätte ablegen wollen. Naja. So, dann machen wir das mal so. Swan Long, Sturmgewehr. Oh, das ist schon wieder ganz schön beschädigt, ne? Das ist ja schon wieder ganz schön kaputt. Aber Mann, mich nervt, dass ich so wenig Kampfflinten habe zum wieder reparieren. Das sind einfach viel zu wenige. Wie viel habe ich denn jetzt an Gewicht? Na, das ist auch nicht gerade... Ich würde am liebsten noch mehr ablegen, aber ich brauche auch ein bisschen Heilung für unterwegs. So, warte mal. Was mache ich denn? Ich gehe erstmal pennen hier, dass ich mal wieder voll Lebensenergie habe. Schön, Sie gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Ist mir egal. Ich schlafe mal 24 Stunden durch. Wurde ja auch mal Zeit. Wie lange habe ich jetzt nicht gepennt hier? Bestimmt schon wieder einen ganzen Tag oder so, ne? Es ist ja immer so eine Sache. Der Charakter, der kann komplett ohne Schlaf auskommen. Und, ich kann zwar mit wenig Schlaf auskommen, aber nicht mit wenig Kaffee. Das ist halt auch so eine Geschichte. Entweder Kaffee oder schlafen. So, aber schlafen kann man auch, wenn man tot ist, ne? Gut. Schön, Sie gesund und... Oh, halt da mal die Schnauze. Jedes Mal babbelst du mich an von der Seite. Ist ja auch mal gut. Ich bin ja ein recht netter Mensch, aber manchmal... Warte mal. Dunwich. Wo ist Dunwich? Das muss doch irgendwo sein. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, da oben ist es bestimmt nicht. Das weiß ich. Ach, guck mal, hier ist Todeskrallengebiet. Was war das eben dann? Old Ordney ist doch kein Todeskrallengebiet dann, oder wie? Oh, guck mal, das Cube Experimental. Das Addon.
Rockland Kartunnel. Klippenhöhle. Die Kippenhöhle. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier das Dunwich-Gebäude? Muss da irgendwo sein. Ich pack's echt nicht, Leute. Ich finde es nicht. Naja. Wisst ihr was? Ich mach das dann irgendwann mal offscreen. Guck mal. Aber nur mal so als Dings, ne? Wir sind jetzt hier bei Folge Schlag mich tot irgendwas um die 50 bald. Und seht mal, wie viele Orte ich noch zu entdecken habe. Ich sag euch, Leute, das gibt noch was. Das gibt noch was. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist mein Lieblingsprojekt zurzeit. Mal wieder. Also Fallout kann ich immer mal wieder spielen. Wenn ich jetzt länger spielen müsste, längerfristig am Stück, hätte ich wahrscheinlich schnell keinen Bock mehr drauf. Aber so, ja, ist genau richtig. Naja, ist egal, Leute. Ich quatsch schon wieder und tu nichts dabei. Aber das ist kein Problem, denn die Folge ist vorbei. Nächstes Mal muss ich mal gucken, was wir machen. Wir danken Ihnen für alles, was Sie für uns und für das Ödland... Bis zum nächsten Mal mit Fallout 3.